So, jetzt haben wir vielleicht Objekte, aber die Farbe gefällt uns nicht so sehr. Es ist zunächst mal so, dass es Möglichkeiten gibt, hier mit Hilfe von dieser Farbpalette das Ganze zu verändern. Und da wird auch wieder hier unten in der Statuszeile erklärt, wie das funktioniert. Allerdings ist das eine sehr einfache Veränderung, nämlich nur der Farbe. Wenn man das ein bisschen genauer definieren und vielleicht auch noch die Transparenz oder die Dicke der Rahmenlinie festlegen will, dann sollte man besser hier auf das Menü Objekt gehen und ganz oben Füllung und Kontur anwählen. Und dann öffnet sich rechts ein Fenster oder ein Bereich neben den Objekten. Eventuell muss man das noch verschieben, damit es passt. Und da kann man dann eben Füllung und Kontur einstellen. Da gibt es hier drei Reiter. Einmal zur Füllung, zu der Konturfarbe und zu der Muster der Kontur. Gut, Füllung ist, denke ich, soweit klar. Es gibt verschiedene Varianten. Ich kann natürlich auch die Füllung auch weglassen. Dann ist es durchsichtig. Das kann man jetzt hier nicht erkennen, weil nichts hinten dran liegt, sondern das ja vorne drauf liegt. Machen wir das vielleicht gerade mal hier. Da sehe ich jetzt, dass es durchsichtig ist, dass also die Linien darunter nicht mehr zu sehen ist. Bei den Farben, bei der einfachen Farbe, habe ich jetzt hier die Möglichkeit, auf verschiedene Arten eine Farbe zu verwenden. Es gibt die RGB-Variante, also Rot-, Gelb- und Grünanteil. Ich persönlich stehe allerdings mehr auf diese Variante HSL. Dann wähle ich einen Farbton aus, bestimme seine Sättigung und die Lumineszenz, also die Helligkeit. Und dann kann ich noch die Transparenz einstellen, der sogenannte Alpha-Wert, also HSL, Farbart oder wie heißt das hier, Farbton, Sättigung und Lumineszenz, Helligkeit und Farbigkeit oder nee, Helligkeit, ja, und die Deckkraft. Und dann kann ich also die Farbe ganz unterschiedlich einstellen. Es gibt noch andere Varianten hier bei der Füllung, entweder einen Farbverlauf. Allerdings kann man da so viel verändern, sodass ich da jetzt erstmal nicht drauf eingehen möchte. Bleiben wir also bei den einfachen Farben. Zur Kontur. Da gibt es zum einen die Möglichkeit, die Farbe zu verändern. Das kann natürlich auch sein, dass ich sage, Farbe unsichtbar machen, sodass also keine Kontur zu sehen ist. Oder ich ändere wieder die Farbe. Sättigung und so weiter. Das sind alles die Sachen, wie sie auch bei der Füllung der Fall sind. Neben der Farbe der Kontur kann ich aber eben noch die Breite zum Beispiel verändern. Also ganz dick machen. Zum Beispiel. Hier würde es vielleicht eher auffallen, dass ich, wenn ich Ecken habe, wie die aussehen. Ich mache gerade hier mal die Kontur etwas größer, dann kann man das besser erkennen. Hier habe ich jetzt die Spitze etwas gerundet. So ist es eine spitze Ecke und so ist sie abgeschrägt. Also so kann ich bei Ecken das Aussehen verändern. Oder wenn ich eine Linienende habe, dann habe ich hier quasi ähnlich wie hier drei Varianten. Habe ich jetzt aber gerade nicht eine Linie, aber ich denke, das ist soweit klar. Ja, das sind eigentlich schon die wesentlichen Dinge zur Füllung und Kontur. Was vielleicht noch interessant ist, ich kann hier bei Objekten, und zwar gilt das also für das Gesamtobjekt, noch die Unschärfe und die Deckkraft insgesamt ändern. Also wenn das Ganze eher unscharf sein soll, dann kann ich das hiermit machen. Wobei das ist für eine wissenschaftliche Zeichnung wahrscheinlich nicht unbedingt so notwendig. Das ist eher, wenn man eine gewisse, ja, wie sagt man da, eine Struktur, eine 3D-Struktur reinbringen will, dann ist das wahrscheinlich sinnvoll, dass man dann irgendwie eine Farbschattierung da so rüberbringt. Deckung, Deckkraft ist so ähnlich wie, also Transparenz, dann wird das eben für die Füllung und die Kontur halt gleichzeitig verändert, während ich, wenn ich das gerade mal wieder rückgängig mache. Oh, jetzt habe ich die falsche Richtung. So.
Während ich dir jeweils getrennt einstellen kann, wie also der Rand transparent ist, beziehungsweise die Füllung transparent ist. Wenn ich das insgesamt machen will, mache ich es hier mit diesem Schieberegler. Ja, das wäre es eigentlich schon zu den Eigenschaften von den Objekten. Man muss übrigens dieses Fenster nicht immer ganz zumachen. Man kann es auch einklappen zur Seite und dann Bedarf dann wieder ausklappen. Ich habe es aber sehr häufig immer draußen, weil diese Einstellungsmöglichkeiten so das Wichtigste ist, was man eigentlich dran ändern kann.